Champion des Jahres 2017. Das heißt für 64 Spitzensportler im Robinson-Club Apulia erholen, feiern und Spaß haben. Und für manch einen auch Wettkampf. Christina Vogel ist eine von 5 Nominierten um den Titel Champion des Jahres. Erstmal bin ich unheimlich stolz, dass ich jetzt unter den Top 5 bin. Ich meine, wir haben es bei Öffnungsgala gehört, wir haben über 600 internationale Medaillen bei Olympia, bei den Europameisterschaften, und dann eine der 5 zu sein, von Athleten gewählt, ist schon ziemlich krass, ne? Ihre Eintrittskarte für die Teilnahme, die Weltmeisterschaftssiege im Keirin und Bahnsprint. Erfolg, den sich die 26-Jährige hart erarbeitet hat. Nach einem Autounfall während einer Trainingsfahrt 2009 liegt sie für 2 Tage im Koma und kämpft sich dann wieder zurück. Bringt da nichts drüber zu blasen. Man muss ja irgendwie weiter, man muss ja höher, weiter, schneller, wie es immer heißt. Ne? Und das war so für mich, was ich mir jeden Tag irgendwie in den Kopf zurückgerufen habe, und es hat ganz gut funktioniert. Beim Beachvolleyball-Workshop macht die diesjährige Nominierte unter den Augen von Olympiasieger Jonas Reckermann ebenfalls eine gute Figur. Kämpferisch, wir hatten eine so eine Abwehrübung, wo Kampfsäue gefragt waren, da hat sie herausgestochen, das war stark. Ansonsten typisch Sportler, ne? Also ich meine, sie ist jetzt kein Beachvolleyball-Profi, aber man merkte schon in 2 Stunden, wie sie sich da verbessert hat. Christina Vogel greift zum nächsten Titel und kann sich vielleicht schon bald Champion des Jahres 2017 nennen.